Wir reden mit Mark und bringen ihn zur Vernunft. Aber bitte iss nicht noch mehr Schokolade. Ah! Hört mal, Freunde, es läuft nicht gut mit Vicky. Darum werde ich euch die Gehirnmasse aussaugen und Vicky zum Geschenk machen. Wenn's Spaß macht, saug uns ruhig das Gehirn und die Leber raus. Aber wir werden uns niemals ergeben. Schweigt, ihr schmächtigen Erdlinge! Niemand wird euch retten können! Tim Nebula! Intergalaktischer Abschaum, eure Gewaltherrschaft endet genau jetzt! Erste Sahne! Noch ein Gehirn, das ich meiner Vicky schenken kann. Noch, wer stört da? Guten Abend. Wir sind Mr. und Mrs. Schulz. Wir möchten unseren Sohn abholen, Mark. Mark, komm sofort her! Meine Geliebte hat mich gerufen. Bin gleich wieder da und dann sauge ich dir das Gehirn raus, okay? Mutter, Vater, was führt euch denn hierher? Mark, Schluss mit dem Unfug, hörst du? Sag auf Wiedersehen. Ich kann nicht mit euch kommen, denn ich hab mich verliebt in Vicky. Wisst ihr, sie hat mir heute etwas beigebracht. Es kommt nicht darauf an, wie hässlich und abscheulich dein Äußeres ist, sondern wie niederträchtig und abgrundtief böse du im Innern bist. Richtig? Hab ich recht? Tja, wenn du dich verliebt hast... Nein, mein Sohn, das wird nicht gut gehen. Sie ist nicht von dort, wo wir herkommen. Sie meinen Belgien? Naja, Mark, hör, was dein Vater sagt und geh zum Schiff. Ich meine Auto. Meinetwegen. Ich werde dich nie vergessen, Mark. Fremdartiger Austauschschüler aus Sadampo. Belgien. Hey, ich hab nen Fünfer gefunden. Philipp! Tammy, das war das beste Crash-Nebula-Abenteuer aller Zeiten. Du warst total klasse. Danke, Jungs. Wird Timmys Geheimnis jemals gelüftet? Werden Cosmo und Philipp noch einmal zueinander finden? Schaltet nächste Woche wieder ein zu einer weiteren aufregenden Episode von Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Cool. Also, Mr. Crocker, fürs Zeigen und Beschreiben habe ich meinen Hund mitgebracht, Fleischer. Das hier ist sein Lieblingsfresschen. 2 Pfund Idötzchen. Er bleibt sein Fell schön glänzend. Ich habe ein komisches Gefühl, Leute. Sei nicht so nervös, Timmy. Du lieferst den besten Zeigen- und Beschreiben-Beitrag. Vertrau uns. Ja, welches andere Kind hat schon solche Zauberpaten, die einen lebendigen Polyvolly-Optosaurus fabrizieren können? Das war meine Idee. Nein, Cosmo, das war meine Idee. Aber es war meine Idee, deine Idee zu klauen.